Hallo, heute habe ich eine Singer Symphonie 2 und wie man hört, sie hat Probleme schon. Es ist zu laut und wie man sieht, sie geht. Sehr, sehr langsam. Und deswegen, wir machen jetzt alles eine nach dem anderen auf und fangen schon los mit Fuß abmachen. Also wir reinigen jetzt und aufmachen, ölen und so weiter. Wir gucken, wie weit und was gebraucht wird. Das ist schon ziemlich fest hier. Oh. Ja. Okay, einer geht. Also, immer, Sie können so anfangen. Fußplatte, Nähfuß, Fußplatte, eine nach dem anderen abzuschrauben. Hier, wie man sieht, ist schon normalerweise, das dreht sich einfacher. Aber naja. Und die Teile, ich sage immer wieder, Teile, Schraube und alle Teile ein miteinander verbinden und auf Seite stellen. Wenn Sie nicht sicher sind, dann immer auch fotografieren, dann wissen Sie, wem was wo gehört, wenn Sie sich auch so auf diesem Weg selber helfen. Also, Platte mit zwei Schrauben und ich weiß nicht, ob Sie das sehen. Sehen Sie? Wow. Also das. Und da gibt es alles Mögliche, vom Reste von Nadeln, Garn, Staub, Stück Stoffe und so weiter. Ich mache jetzt Kamera ein bisschen. Also ich nehme immer noch auf mit meinem Handy. Und deswegen ist immer ein bisschen Problem. Aber egal. Wie man sieht, hier ist Katastrophe. Wir machen hier unten auf und dann die zwei Plastikteile. So. Die zwei Plastikteile auf Seite schieben, eine links, eine rechts. Diese Teile rausnehmen. Das sieht so aus. Und dann machen wir jetzt alles sauber. Viele Leute machen auch mit diesem Druck, also Luftdruck. Ich habe gehört, das sollte nicht so jetzt gut sein, weil wir schieben manchmal nur auf die andere Stelle. Also wenn man jetzt pustet, vielleicht gehen die dort zum Motor und so, dann lieber nicht. Also hier gibt es viel. Eieiei. Dann sind sie auf Faden, Gott weiß seit wann. Gut, das machen wir sauber. Hier auch dazwischen, sehen Sie, es ist
voll dazwischen auch. Aber das kann man alles, also natürlich ist nicht schön und man muss auf seine Nähmaschine aufpassen, aber das ist alles nicht so schlimm. Alles, was man reinigen kann und reparieren kann. Ja, nicht jeder versucht oder jeder will Meister sein. Kommt wahre Gesicht. Und wenn Sie oft selber reinigen, wenigstens einmal im Monat. Wenn Sie mehr genäht haben, dann ein bisschen mehr. Aber man muss ein bisschen aufpassen mit seiner Nähmaschine. Ein bisschen haben wir ja schon. Also immer noch. Sehen Sie. Okay, jetzt kann man ein bisschen aufpusten. Und jetzt ist meistens Dreck weg. So. Und wie viel ich sehen kann, es ist alles weg. Und jetzt machen wir ein bisschen mit. Es regnet, ich weiß nicht, ob Sie Regen hören. Es regnet richtig toll. Nehmen Sie eine Baumwolle, Stück Stoff, ich habe jetzt nicht hier, aber ich mache mit Taschentuch ein bisschen, dass man diesen Stoff wegmacht.
Also ich will jetzt ein bisschen Öl reinmachen. Und bei mir ist die Nähmaschine jetzt zum Beispiel angeschaltet, aber sie sollen das nie machen, dass, weil zufällig durch die Arbeit, sie können treten auf Pedal und dann können sie sich verletzen. Deswegen immer Nähmaschine aus. Hier ist so. Das sieht jetzt besser aus. Und ich lasse immer, wenn so jetzt zu viel Schmutz und ich lasse die ein bisschen stehen, nicht sofort. Weil sie braucht auch ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob Sie sehen, hier alles schwarz läuft. Jetzt kommt alles raus langsam. Deswegen, ich lasse immer, wenn ich sprühe mit Öl, ich lasse das immer mit. Weil manchmal drinnen gibt es auch Faden. Hier in diese Teil. Diese Teile auch reinigen, bisschen ein Tropfen Öl hier rundum, hier auch rundum. Dann können Sie hier Tropfen reinmachen und dann drehen. Ich reinige die zwei Teile auch noch. Das ist auch sehr schmutzig. Das machen wir auch. Und dann gehen wir auf diese Seite. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen, dass das glänzt wieder. Okay, jetzt machen wir, ich mache jetzt hier so. Wir machen hier auf. Ja, das ist eine Schraube und das wackelt schon. Also jemand hat schon versucht, vielleicht aufzumachen. So. Und da manchmal befindet sich auch Staub, Garn. Es gibt alles Mögliche. Und man sollte alle diese hier. Man sollte das hier alles mit Öl sprühen. Aber erstmal ein bisschen abstauben. Das ist Nähfußdruck. Und hier dreht man, wenn man Nadel richten kann, nach vorne oder nach hinten.
Und hier, wenn man Nadel nach unten bringen will, und hier, wenn ich mich nicht täusche, nach links und rechts zum Zentrieren. Und jetzt machen wir auch hier ein bisschen. Also alles, wo sich zwei Metall miteinander verbinden. Nicht zu viel. Und wie man hört, okay, das haben wir auch. Ein bisschen sauber machen. Hier können Sie auch überprüfen. Hier gibt es manchmal Garnreste. Wenn die Garn oft bricht, dann finden Sie da auch Reste. Ob dieser Teil hier arbeitet, ob das verletzt ist, weil das kann auch manchmal Garn kaputt machen. Ich kann ein bisschen üben, aber immer schön sauber machen. Jetzt braucht ein bisschen Zeit, bis das alles gut, das machen wir zu. Ich denke, das muss alles nicht mehr aufgemacht werden. Aber ich möchte von unten sehen. Ich mache die unten auf. Das ist, wenn man Beispiel pustet und dann kommt hierher. Deswegen lieber nicht.
Hier gibt's so viel Schmutz, jetzt ist auch nicht. Also hier auch ein bisschen Öl hier. Wenn zu viel nur abwischen. Also. Funktioniert alles. Gut. Wir machen hier jetzt langsam Ende. Das machen wir noch ein bisschen sauber. Hier diese zwei Teile hier. Hier alle. Und dann machen wir erstmal diese Fuß. Das kommt hier. Und dann drei Schrauben. Und jetzt bringen wir alles wieder, wie alles war. Und ich hoffe, die Nähmaschine funktioniert jetzt tipptopp. Also man muss sie noch ein bisschen sauber machen. Hier auch innen drinnen. Glühbirne ist. So wechselt man auch Glühbirne. Ich habe jetzt leider keine, ich muss kaufen. Aber ah ja, doch. Doch, doch, ist kaputt. Gut.
auch wieder in Ordnung. Platte kann man hier sauber machen. Hier ist auch mit Nadel ein bisschen. Ich habe Nadelfeile und dann manchmal, wenn hier dann mache ich manchmal bis eigentlich, ich habe neue, glaube ich, dort Platte, aber jetzt will ich die und das stört auch Stoff, dann bringt das auch Stoff rein. So. Dann machen wir auch hier weiter. Also erstmal diese Teil reinmachen. Dann kommt das zweite, das kommt nach oben. Hier haben Sie eine kleine Metall. Das geht hier drehen, drehen, drehen. Und hier ist ein kleines Loch. Dann die zwei schieben, so machen. Dann Spule mit Garn, also Spulkapseln. Hier ist das, machen wir jetzt so. Also Garn von hier, dann hier rein. So, wenn Klick macht und dreht sich Uhrzeiger, hier festhalten, ranschieben, Garn auch rein. Dann brauchen wir eine Nadel. Das ist Doppelnadel. Das ist 9014 Nadel für Singer Symphony. Okay. Also die flache Seite, hier, flache Seite geht nach hinten und wie man sieht hier, die haben oben eine kleine bei Singer Nähmaschine oben, wie man Kolbe, wie man das sagt, aber es ist oben noch ein bisschen wie das heißt, mein Gott, ein klein, nicht Riss, sondern eine
Linie halt. Das ist jetzt nicht die überlege halbe Stunde, wie das heißt. Sie haben ein Bild gesehen, wie das aussieht. Okay, jetzt machen wir hier alles fertig. So. Gut, drehen. Ich will nicht wieder unterbrochen und dann muss ich extra alles bearbeiten. Und bei Einfäden immer die Nähfuß hochhalten, weil das, wenn nicht, dann hier drücken, ein bisschen schieben, dass die Garn zwischen hier zwei Teller reingeht. Habe ich ein Stückchen Stoff. Versuchen jetzt hier auf 4, hier auf 3 und D. Okay, hier könnte man auf 3, hier C. Also Nähmaschine funktioniert, wie man sieht. Ja, da könnte man auch vielleicht noch mit. Nee, eigentlich nicht, das wegen Öl. Ja, das ist die Singer Symphonie. Und ich mache jetzt noch außen alles sauber. Und dann mache ich ein Video, wie die Nähmaschine bedient wird. Liebe Grüße, bis zum nächsten Video.